ermitteln wir über die Motornummer, die echte Fahrgestellnummer des Wagens. Bei so alten Wagen ist das schwerer als bei modernen. Die haben ein anderes Sicherheitssystem. Die Guardia Civil arbeitet Tag und Nacht, um Straftaten zu verhindern. Am Morgen gibt es offenbar den nächsten Fall. Der Aufkleber ist ganz klar aufgedruckt. Er hat auch eine Plakette. Heute Nacht haben wir diesen Wagen wegen auffälliger Papiere einbehalten. Es ist seltsam, dass er den Wagen in Marokko gekauft hat und aus Belgien kommt. Wir kontrollieren, ob er gestohlen wurde, während wir auf die Daten des anderen Wagens warten. In Belgien werden täglich 45 Wagen gestohlen. Weit mehr als im EU-Durchschnitt. Die Originalplakette wird sichtbar. Sieh mal, man erkennt sie schon.